Kräuter im Haus. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir werden heute gemeinsam diese Kräuter einpflanzen, aus einem ganz einfachen Grund. Das hat sich so spontan ergeben. Ich wurde gebeten, die doch mal eben einzupflanzen. Die bleiben nicht bei mir, die gehen dann woanders hin. Von daher habe ich mir gedacht, ach, dann nutze ich doch mal einfach die Chance und pflanze sie mit euch gemeinsam ein, damit wir vielleicht das eine oder andere dazu auch an Wissen in dem Sinne erlangen, denn es ist nicht ganz so einfach. Nein, das Umtopfen, Einpflanzen ist nicht das Schwierige, aber nun ja, das andere in dem Sinne. Das heißt, wir werden sie jetzt gemeinsam erstmal einpflanzen und mal sehen, was es heute noch zu sehen gibt. Was gibt es Schöneres als frische Kräuter für die Küche? Ja, aber ganz wichtig zu erwähnen ist, die brauchen natürlich sehr, sehr viel Licht. Das heißt also im Klartext, wenn man sie jetzt einfach ans Fenster stellt, dann werden sie voraussichtlich, wie soll man sagen, nicht mehr richtig grün werden. Von daher ist es also wichtig, ganz viel Licht zu haben. Das muss man bei Kräutern berücksichtigen. Und noch eins, wenn man solche Kräuter bekommt, das Beste ist, man schneidet sie einmal komplett runter, damit das Ganze neu herauswachsen kann. Denn die Blätter, die sich jetzt hier entwickelt haben, die sind eine gewisse Lichtintensität und Länge gewohnt. Und dementsprechend werden die ganz schnell gelb werden. Also am besten einmal komplett abschneiden, das Ganze direkt verwerten und das Ganze dann einfach neu herauswachsen lassen. Das ist also ganz wichtig, denn ansonsten, wenn man das einfach so hinstellt, denkt, ach, das sieht hübsch aus, macht man hier ein Blättchen ab und da mal ein Blättchen ab, ist nicht von Vorteil. Also am besten komplett runterschneiden. Das gleiche auch hier beim Schnittlauch. Man sieht ja auch hier im unteren Bereich ist schon recht hell das Ganze. Das liegt ganz einfach daran, weil die Sachen jetzt schon einige Zeit unterwegs sind, zusammengestellt sind und dementsprechend, ja, kriege ich das ja gar nicht auf hier, dann auch zu wenig Licht bekommen haben. Die wurden natürlich herangezogen mit einer sehr hohen Lichtintensität und von daher sind sie dementsprechend auch gewachsen, aber wie gesagt, sie brauchen sehr viel Licht. Einfach so hinstellen geht dann nicht. Also, nicht wahr? Am besten runterschneiden, das Ganze verwerten und dementsprechend das Ganze neu herauswachsen lassen. So, sieht das Ganze jetzt aus. Ich würde sagen, holen wir die Sachen mal aus dem Topf heraus hier. Vorsichtig. So, das Wurzelwerk sieht sehr gut aus. Alles okay. Von daher können wir den auch so gleich einfach einpflanzen. Dann gucken wir mal eben bei der Petersilie hier. Also auch hier sieht man, der untere Bereich ist richtig hell. Das liegt einfach daran, weil die Pflanzen dort zu wenig Licht bekommen haben. So, und hier sieht das Wurzelwachstum auch okay aus. Das duftet alles. Oh, herrlich. Aber wie gesagt, am besten komplett runterschneiden und neu herauswachsen lassen. So, dann pflanzen wir sie jetzt mal gemeinsam ein. Die beiden Kräuter, Schnittlauch und Petersilie. Kommen wir zum Einpflanzen in solch einer hübschen Kiste. Das ist eine Holzkiste, aber hier soll gesagt sein, hier muss natürlich Folie drin liegen. In dem Fall ist es schon gegeben. Es sind unten keine Löcher drin. Das heißt im Klartext, wir dürfen sie nicht einfach da draußen in den Regen stellen. Denn ansonsten haben wir hier ganz schnell einen Teich, einen Sumpf. Und das möchten wir natürlich nicht. Da muss man drauf achten. So, jedenfalls muss man unten Löcher reinmachen. Wir verwenden jetzt entweder Blumenerde. Wir verwenden in dem Sinne, ist eigentlich auch Blumenerde, nicht wahr? Diese Kokoserde ist halt aus Kokosfasern hergestellt, damit wir die Natur etwas schützen. So, wir füllen hier ein bisschen Erde an den Rand rein, damit wir hier schon mal so einen kleinen Halt haben. Dann nehmen wir uns die Pflanzen. Man kann jetzt auch schon sehen, dass sie jetzt natürlich kippen. Das liegt ganz einfach daran, weil hier, wie gesagt, kein Licht hingekommen ist. Hier ist keine Stabilität mehr in der Pflanze, in den Pflanzenzellen. Und von daher kippen die natürlich, aber das ist nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, sie sollten dann sowieso komplett beerntet werden und dann können sie dementsprechend neu heranwachsen. So, jetzt packen wir ein bisschen Erde vorsichtig hier hinten hinter. Einmal von vorne, einmal von hinten. Die Erde einfach hineinschieben in dem Sinne. Ja, Kräuter im Haus. Also wie gesagt, sie brauchen wirklich sehr, sehr viel Licht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man berücksichtigen. So, und wenn auch auf dieser Seite ein bisschen Erde dran schieben, damit wir nicht ganz so viel Fummelarbeit haben. Und dann nehmen wir jetzt den Schnittlauch. Auch den setzen wir dann so nah wie möglich hier an den Rand, damit die Pflanze sich nicht zu sehr bedrängen. Ja, dann den Rest auffüllen, wie gehabt, und dann dementsprechend gleich angießen. Aber auch nicht zu viel, weil wie gesagt, das Wasser kann nicht abfließen hier. Da muss man also Rücksicht drauf nehmen. Meine Güte, Kräuter im Haus, ja. Also noch Möglichkeit, wirklich hell stellen und nicht zu warm im Haus. Das ist auch ganz wichtig, denn umso wärmer es ist, umso mehr wollen die Pflanzen wachsen. Können natürlich nicht so gut wachsen, wie gesagt, weil sie halt zu wenig Licht haben. So, das Ganze ein bisschen andrücken. Ja, wie geht man jetzt am besten vor? Ja. Also wie gesagt, einfach zurückschneiden, beernten
Und dann das Ganze mit so viel Licht wie möglich. Oh Mann, ey, das ist so eine Sache, nicht wahr? Gegebenenfalls könnte man sie, wie gesagt, auch nach draußen stellen. Es sind Pflanzen, die auch ja, in dem Sinne Frost abkönnen. Also es wäre nicht ganz so tragisch, wie gesagt, zurückschneiden, komplett beernten und dann einfach neu herauswachsen lassen. Tja, und wenn sie im Zimmer stehen, ja, dann so hell wie möglich halt. Ich habe selber Kräuter im Haus noch nicht gehabt. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, welche Lichtintensität sie haben müssen, die wir ja messen können mittlerweile. Aber vielleicht kriegen wir das bei gegebener Zeit nochmal heraus. So, dann haben wir sie jetzt fertig eingepflanzt. Ganz wenig angießen, wie gesagt, das Wasser unten nicht abfließen kann. Am besten direkt ans Herz, dort wo die Pflanzen herausgewachsen sind. Tja, so ist das mit Kräutern im Haus. Eine schöne Sache, nicht wahr? Aber, ja, man darf sich nicht wundern, wenn es hinterher nicht mehr funktioniert, weil die Pflanzen halt zu wenig Licht bekommen. Das ist nun mal so. So, ready. Damit haben wir sie eingepflanzt und dann können sie jetzt verschenkt werden. Bisschen sauber machen gleich noch hier. Tja, Kräuter im Haus. Wie gesagt, ganz, ganz viel Licht und nicht zu warm, wenn es irgendwie geht. Aber natürlich auch nicht eisig kalt, weil dann wachsen sie nicht. Aber man kann sie tatsächlich auch nach draußen stellen und im Frühjahr treiben sie dann wieder aus. Der Schnittlauch sowieso. Bei der Petersilie, die ist glaube ich zweijährig. Das heißt, sie würde nächstes Jahr anfangen zu blühen. Und dementsprechend müsste man dann später sich eine neue Pflanze mal besorgen. Wir haben frische Kräuter. So, ja, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich hatte es vorhin schon gesagt, einmal runterschneiden bis auf 4 cm etwa, damit man das Ganze aberntet jetzt und die neuen Blätter herauswachsen können. Die sind dann im Klima angepasst, wo sie dann jetzt wachsen, weil das, was hier gewachsen ist, hat ein ganz anderes Klima gehabt. Von daher sollte man sich auf jeden Fall einmal kurz beernten und dann das Ganze neu herauswachsen lassen. Düngen brauchen wir erstmal nicht, wir haben oft gedüngte Kokoserde verwendet. Das reicht für 4 Wochen mit Sicherheit aus und auch nur gießen, wenn es wirklich notwendig ist. Da muss man wirklich darauf achten, weil das Ganze hier eingepackt ist in einer Folie und von daher könnte das Wasser unten drin stehen bleiben und das wäre nicht optimal. Wurzeln anfangen an zu faulen. Ja, ganz viel Licht, logisch, nicht wahr? Sonst geht das nicht. Und nach Möglichkeit nicht zu warm stellen, ansonsten schießt das Ganze zu schnell und da nicht ausreichend Licht da ist in der Regel, wird es dann so, dass es immer lange, dünne, gelbe Triebe sich entwickeln und das ist dann nicht der Burner. Von daher, wie gesagt, nicht wahr? Denke ich, habe das alles dazu gesagt. Ja, so ist das. Frische Kräuter im Haus. Es geht. Vor allen Dingen hat man dann jetzt, ne, gerade zu der Jahreszeit, etwas, was der Körper dementsprechend auch zwingend, dringend braucht. Es ist frisch. Frisches Grün. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so, was machen wir jetzt? Wir wollen ja heute eine Verlosung machen. Ich würde sagen, ich gehe mir erstmal einen Kaffee trinken. Ja doch, das mache ich jetzt erstmal, dann sehen wir uns gleich wieder. War das schön in der Adventszeit. So, dann kommen wir jetzt dazu, was ich euch ja angepriesen habe. Ja, Sonderverlosung. Wir haben jetzt Adventszeit vorbei. Heute ist Weihnachten, Heiligabend. Dann kommen 2 Feiertage und dann haben wir so eine lange Zeit noch bis Neujahr, wo man dann halt dementsprechend auch nicht so richtig weiß, was Sache ist. Schnee gibt es auch nicht und von daher, nun ja. Also, was werden wir jetzt in den nächsten Tagen machen? Also nicht nur heute. Ich habe mir gedacht, das Jahr ist besonders gut gelaufen mit euch gemeinsam. Der Kanal hat sich mega cool entwickelt und wir haben viele neue, ja, ich sag mal, Leute dazu gewonnen, die auch wirklich Interesse haben. Und von daher habe ich mir gedacht, gibt es so eine Art Sonderauslosung, Verlosung, nicht Auslosung, eine Verlosung. Ja, das heißt in den nächsten Tagen. Heute geht es erstmal um eines und zwar um das Lux-Messgerät. Das könnt ihr heute gewinnen. Wenn ihr teilnehmen möchtet, nicht wahr? Bedingung wie immer, nicht wahr? Einfach nur einen Kommentar schreiben, ich möchte teilnehmen, ist vollkommen ausreichend. Ganz wichtig ist, du musst einen YouTube-Kanal haben. Wenn du keinen YouTube-Kanal hast, fuck, einfach deine Freunde oder deine Eltern, Tanten, Verwandten hast du nicht gesehen. Irgendeiner wird schon einen Kanal haben. Und wenn dieser Kanal später ausgelost wird und gewinnt, dann kann auch nur dieser Kanal, den ich dort einblende oder zeige, sich bei mir melden und dementsprechend mir die Adresse dann zur Verfügung stellen, damit ich das Gerät verschicken kann. Ja, das werden wir im Laufe der nächsten Tage machen. Es geht, wie gesagt, einmal um das Lux-Messgerät heute. Dann wird es später mal, was genau wann, wenn wir im Laufe der nächsten Filme sehen, um ein EC-Messgerät. Das misst die Leitfähigkeit im Wasser und die Temperatur gleichzeitig. Von daher ist das auch mal schon mal ganz gut. Und ein pH-Meter ist auch ganz wichtig für Pflanzen oder auch für Aquarien. Wenn du jetzt Aquarium hast oder dergleichen, ist das auch ganz wichtig. Und ein Thermometer ist eigentlich ein Küchenthermometer. Kann man aber auch als Bodenthermometer verwenden. Das Ding kannst du hier in den Braten reinstecken, um die Temperatur zu messen, ob der Braten dann durch ist oder andere Flüssigkeiten halt messen, ob die heiß genug
sind oder zu heiß sind vielleicht sogar, kannst du auch in die Badewanne reinstecken, aber nicht das ganze Gerät, ich war nur in die Messsonde, um mal zu gucken, wie viel Temperatur dort in der Badewanne ist, damit du nicht Popo verbrennst, wenn du reinsteigst. Und dann natürlich, ganz wichtig, ist auch ein Feuchtigkeitsmessgerät, und dieses Feuchtigkeitsmessgerät misst auch Temperatur und das auch im Minimum-Maximum-Bereich. Also nicht wahr, wenn du das Gerät einschaltest, misst es einen gewissen Wert, und wenn sich das im Raum verändert, es höher wird oder sinkt, dann misst das Gerät das auch und zeigt dir hinter den niedrigsten und den höchsten Wert an, gegeben bei Feuchtigkeit und Temperatur, wobei auch gesagt werden soll, das wird in Grad Celsius gemessen und in Fahrenheit, das kann man also umstellen. Genauso bei dem EC-Messgerät kann man das auch umstellen von Grad Celsius auf Fahrenheit. So, dann geht es noch um andere Sachen, alles möchte ich jetzt hier nicht zeigen. Auf jeden Fall können wir damit jetzt die Zeit bis Neujahr ein wenig überbrücken, und ich kann mich in dem Sinne erkenntlich zeigen. Mich bedanken bei euch für dieses Jahr, in dem Sinne bis Neujahr dann gemeinsam. So, und wie gesagt, heute geht es um dieses Lux-Messgerät. Wenn ihr das Gerät später gewinnen solltet, nicht wahr, in 3-4 Tagen etwa, da lege ich mich aber nicht ganz genau fest, aber es kann ja auch mal sein, dass man krank wird oder irgendwas daneben geht, nicht läuft richtig, nicht wahr, auf jeden Fall im Laufe der nächsten Firmen wird man das dann sehen. Ob ich die Sachen dann mir selber bestelle und dann euch zuschicke, das wäre doppelt gemoppelt, wäre ja eigentlich Blödsinn. Ich überlege mir, ob ich dann die Sachen direkt bei Amazon bestelle, für euch dann dementsprechend in eure Adresse, und dass sie das direkt von Amazon nach euch geliefert wird in dem Sinne. Aber nun ja, da mache ich mir noch Gedanken drüber, ein paar Tage haben wir dafür noch Zeit. So, Garantie gibt es natürlich nicht, nicht wahr? Das ist ein Geschenk, und von daher, wenn irgendwas nicht funktioniert, kannst du nicht sagen, so, ich will noch ein Gerät haben, weil es läuft nicht, es funktioniert nicht oder so. Also Garantie kann ich euch dafür nicht geben, das ist auf keinen Fall. Aber ihr kriegt auf jeden Fall ein neues Gerät dementsprechend. So. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Geld gibt es natürlich auch nicht, nicht wahr? Nicht, dass einer schreibt, das Gerät kann ich nicht gebrauchen, aber gibt mir das Geld dafür. Das funktioniert auch nicht. Man kann also wirklich nur dieses Gerät jetzt hier im Film, in dem Sinne, in einen Kommentar, den du unten schreibst, gewinnen. Und das andere sehen wir dann im Laufe der nächsten Zeit. Auf jeden Fall können wir damit dann jetzt dieses Jahr zum nächsten Jahr hin überbrücken. Oh, meine Güte, ich habe mir so viele Gedanken dazu gemacht, wie ich das machen soll. Und ja, wir machen es jetzt einfach mal, versuchen es. Ich denke mal, es wird hoffentlich funktionieren. Und nach Möglichkeit verschicke ich natürlich, beziehungsweise kann jeder teilnehmen aus der ganzen Welt. Ich gehe mal davon aus, dass es über Amazon funktionieren wird. Tja, mal gucken. Versuch macht klug, nicht wahr? Weiß Bescheid. Nicht lange lachen, einfach machen. So, meine Güte, reicht dann auch für heute. Ah, was freue ich mich auf heute Abend. Könnt ihr euch nicht vorstellen, die glücklichen Kindergesichter zu sehen, die leuchtenden Augen, die Freude. Tja. So schön kann es sein, Weihnachten. So, ich würde sagen, wer jetzt noch Lust hat, kann meinen Adventskalender noch gucken. Ansonsten hoffe ich, euch hat der Film gefallen, und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Telefonisch, und viel Spaß mit Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Nicht vergessen, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben und einfach mal weiter erzählen, damit der Kanal vielleicht noch ein bisschen bekannter wird. So, und ganz herzlichen Dank für die Unterstützung in diesem Jahr. Ja, das muss ich auch einfach mal ganz kurz sagen, denn es gibt auch viele Menschen, die uns tatsächlich unterstützen, um das Ganze hier am Laufen zu halten und auch noch auszubauen. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das tatsächlich machen. So, mach so. Und ach ja, unterstützen. Unterstützen kann man uns natürlich in jeder Hinsicht, ne? Wenn du Filme guckst, Werbung guckst oder anderswo auch. So, meine Güte. Jetzt aber. Ciao, ciao. Ja, und Amazon sowieso. Meine Güte, Temperaturmessgerät, das ist also wirklich eine richtig coole Sache, wofür man das alles verwenden kann. Und nicht vergessen, auch für die Aquaristik sind hier einige Sachen bei, die wirklich interessant sind. Also wenn jemand kennt, der Aquarium hat und sich nicht für Pflanzen interessiert, ne, sagt ihm das vielleicht auch mal. Vielleicht interessiert ihn das eine oder andere ja mal hier. So, bis dann. Ciao, ciao. Ah, so, Chili und Paprika. Wunderbar. Meine Güte, war das ein geiles Jahr. Oh. Mein Adventskalender. Er sieht traurig aus. Es ist nicht mehr viel da, wie wir sehen. Nur noch ein kleines Päckchen. Tja, heute ist Heiligabend und die schöne Weihnachtszeit in dem Sinne. Weihnachtsfeiertage können dann jetzt kommen und beginnen. So, ja, ach, war das eine aufregende Zeit hier. Kann ich euch sagen, Adventszeit ist wirklich eine wunderschöne Zeit. Vor allen Dingen, wenn man sich die Ruhe antut und keinen Stress daraus macht, nicht wahr? Das ist ganz, ganz wichtig. So, was haben wir denn da? Spannung steigt. Ein Kasten. Tada! Ach, wie süß! Ja, wer hätte das gedacht, nicht wahr? Ein kleiner Weihnachtsmann aus Schokolade. Ach, ist der süß. Kann ich den essen oder nicht? Eigentlich nicht, nicht wahr? Aber das ganze Jahr stehen lassen wäre natürlich auch schade.
Naja, ich denke mal, vielleicht wandert der Weihnachtsmann doch in Kindermund. Auf jeden Fall ist er wirklich richtig, richtig hübsch, der Kleine hier. Ja, so, das heißt im Klartext, Adventszeit ist leider vorbei, aber es ist ja nicht mehr lange. Ne? Im Prinzip 11 Monate und dann ist ja schon wieder Adventszeit. Von daher freuen wir uns auch auf nächstes Jahr auf die Adventszeit. Gemeinsam mit dem neuen Adventskalender dann für euch nicht dann zurechtstelle in dem Sinne. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze dann ablaufen wird. So, meine Lieben, ich würde sagen, habt noch schöne Feiertage jetzt in dem Sinne. Vor allem gesagt, ganz ruhig verbringen, keinen Stress machen, keine Hektik. Dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Und es ist schöner, jemandem eine Freude zu machen, nicht wahr, als wenn man... Ja, wie soll man sagen? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen will. ist auch egal. Komm, mach mal Schluss für heute. Reicht jetzt, weil ich muss nämlich jetzt den Film erst noch machen. Von daher bin ich mit den Gedanken jetzt eigentlich ganz woanders als hier am Schluss in dem Sinne. So, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Mit Sicherheit, hoffe ich doch, nicht wahr? Und nicht vergessen, nicht wahr, wenn es gefallen hat. Daumen nach oben. Meine Güte, war das eine spannende Zeit. So, was mache ich jetzt mit dir? Da lasse ich mir was einfallen. Mal gucken. Ciao, ciao. Ja, Weihnachten. Ich freue mich auf heute Abend.